Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dino-Katzen und beziehungsweise wir haben einen Gast. In dem Fall. Wir haben den Dodo wieder, den T-Rex wieder da und wir haben ein kleines Problem, denn der T-Rex ist jetzt in unsere Base gekommen, er hat schon einen Teil vom Haus zerstört und ja, was soll man großartig sagen? Im Idealfall würden wir ihn jetzt in dieses Cam-Böckchen hier sperren, aber er hat zum Beispiel diesen Pteranodon hier auch schon fast umgebracht. Deswegen ist das nicht so nice gerade. Das war so gut. Fies. Ja, aber der blutet ziemlich. Miri. Was denn? Warum steht da draußen ein fucking Dodo? Von mir? Ist vielleicht meine Schuld. Baloo! Der steht direkt neben dem T-Rex. Nein, rettet Fies, Fies. Nein. Leute, wir haben ein anderes Problem. Alarm, Alarm, hier ist ein Agentavis. Nur so. Ja, dann töte ihn bitte. Der ist Level 28. Ich hab deinen komischen Dodo gekillt übrigens. Geholfen. Danke. Ich weiß nicht mal, wie ich mit meinem Agentavis. Linksklick. Nein, den Sturz. Du kannst den anderen Angriff nicht machen. Ist ein Agentavis. Ist kein Pteranodon. Flieg mal mehr zu mir, dann kann ich weiter draufschießen. Ja, aber der greift nicht an. Wie viel das nutzt. Peace. Bin da. Du kannst ihn einschalten. Der blutet schon, oder? Ja, ja, der blutet schon. Ja. Okay. Ja, der Pteranodon ist fast tot, mit dem ich unterwegs bin. Ja, mach mal nichts mehr mit dem. Geierkampf ist das hier. Ja, ne? Oh, oh, ich hab noch. Oh, oh, nein, ich hau ab. Flüchte mit Riesendodo. Nein, er hat nicht mehr viel HP. Lauf, lauf, lauf! Er ist hinter dir. Wo soll ich hin? Ich könnte den Term. Kann er eine Termbox in der Mitte zumachen? Miri? Das bringt doch nichts, der fliegt doch mach einfach! Der kann nach oben rausfliegen. Ich war leider nicht schnell. Der hatte ich. Hast du ihn? Kann ich kurz ausruhen? Ich kann ihn halt nicht tanken. Das ist das Problem und ich habe nicht genug Ausdauer. Ich kann ihn nicht tanken und ich habe kaum Ausdauer. Und ich treffe ihn nicht von hier unten. Wo ist er? Über dir. Direkt hinter mir, ja. Wo seid ihr? Miri ist hinter dir. Ach da. Du musst ihn entweder übernehmen oder verlieren den Pteranodon. Eins von beiden. Miri müsste einfach ihn töten. Was soll ich denn tun? Ich mit Teil und Bogen draufschießen. Blöde Armbrust. Er ist down, So. Wow, wir haben Raw Thick Meat gekriegt dafür. Ja, ja, das ist, damit könnte man jetzt guten T-Rex zum Beispiel zählen. Alter Schwede, aber nicht so viel, aber. Uiuiui, du uiuiui, sag ich da nur, nicht schlecht. Unser Freund der T-Rex ist übrigens wieder da, für die, die es interessiert. Ach man. Oh, der ist am Haus. Der ist nicht mit der Gestaltung des Hauses einverstanden. Ich merk das schon. Bei dem Dachbügel wäre ich da auch nicht einverstanden. Hat er nichts zu melden hier. Der dekoriert um. Nee, ich bin nur spaßig. Ich bin ganz deiner Meinung. Das war Meinung. Jetzt nicht so nett von dir, Katze, eventuell. Flieg weg! Eventuell bring sagst du mir das in Sicherheit. Riesendodo blutet. Bring ihn in Sicherheit. Ach, jetzt ist die Tamebox ja wieder zu. Komm. Komm rein, kleiner T-Rex. Komm. Nee, er steht jetzt an der anderen Tür. Er ist, glaube ich, auf mich fokussiert, aber wenn ich mit meinem. Kannst du die andere Tür öffnen, Miri? Du musst die andere Tür nicht öffnen, du bist auf einem Flugviech. Flieg doch bitte einfach nach oben raus, sobald er drin ist. Nee, das ist nicht für mich. Miri soll die aufmachen, damit der T-Rex da vielleicht reinrennt. Dann müssen wir aber die eine auch wieder zumachen. Ja. Weil ich habe die andere schon offen. Ja, aber er macht ja gerade nichts. Der T-Rex steht da nur dumm rum jetzt? Da unten. Nein, ich bin abgesprungen. Bin tot. Ich kann die Tür nicht anklicken, weil ich weggeportet wurde von der Tür wieder. So, Miri, Achtung! Warte, warte, ich fliege da jetzt runter. Ich versuche ihn jetzt reinzulocken. Tür zu! Nee, doch noch nicht. Warte. Ja, nein, 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 nein! Helft dir. Ja. Er ist abgestürzt. Nein, er ist in den Graben gefallen. Ja! Aus dem Graben noch raus? Nicht ohne weiteres. Ja, stimmt, an der Stelle kommt er wirklich nicht raus gerade. Kann man ihn treffen, ohne dass er uns angreift? Sollen wir ihn weiter angreifen? Idealfall töten wir ihn. Ja. Level 3er T-Rex müssen wir nicht zähmen. Oh, wo ist er hin? Jetzt rennt er weg, weil ich ihn ein paar Mal gehauen habe im Gesicht. Aber er blutet halt null, ne? Ne, tut er wirklich nicht.
Er hat im Gesicht lauter Pfeile stecken, der Arme. Das sind Piercings. Ach so. Dein Style, weißt du? Ach so. Kann das sein, dass er gerade über die Mauer, die ich baue, drüber gelaufen ist? Eventuell. Warum versuche ich, gut, dem eine Mauer zu bauen, in der wir sie einsperren? Blaudi, du solltest da dringend weg. Ein Skorpion und drei Terrorbots sind hinter dir, ne? Wenn dir die Ausdauer da zu Ende geht, bist du tot und der AG. Oh, shit. Ausdauer, hab ich ganz vergessen. Oh nein, ja. Ausdauer. Das ist nämlich das, was man T-Rex hin? Der ist in die Wüste gegangen. Nein, er ist verschwunden. Dann natürlich ist er in die Wüste gegangen. Ist geflüchtet, weil du so gruselig bist. Aber er war fast tot. Ah, da unten ist er. Der T-Rex war fast tot? Ja, ja, der blutet wie Sau. Der ist hier in der Wüste in die nächste Schlucht gefallen. Da kommt er jetzt aber nicht mehr raus. Und wenn er da bleibt, ist alles okay. Aber ich würde ihn ja gerne töten. Ich weiß noch nicht, ob ich da unten wieder rauskomme. Der backt halt noch fest und hat Fluchtinstinkt. Vielleicht geht da ja was. Oh, das wäre was. Komm schon, das gibt richtig dick Level. Ich glaube ja auch, aber nur für dich, weil wir zu weit weg sind. Nee, nee, das hat aber nichts zu tun. Doch, Entfernung zählt. Aber es gibt eine Sache, die wir da tun können. Miri, wo bist du? Hier, bei meinem das Haus. Das ist eine adäquate Aussage, Dankeschön. Bei meinem Haus bin ich. Ja, also noch braucht ihr nicht kommen. Im Moment wehrt er sich wieder. Ja, ich fliege! Ui! Komm schon. Warum fliegt er denn nur in eine Richtung gerade? Ich bin überladen, du bist ziemlich schwer, Miri. Aber ich hallo? Komm hier nicht runter. Aha! Ich glaube, jetzt geht's aber los. Ich muss dich fallen lassen. Lass mich nicht fallen! Ich kann aber nichts anderes. Ich kann mein Inventar ein bisschen entleeren. Es kann auch ich sein, der so schwer ist. Vielleicht hast du so viele Schmelzen dabei. Es geht eher um den Dreck wahrscheinlich. Ich bin immer noch zu schwer. Ich werf schon Dinge weg. Ich habe eine Schmelze dabei. Ich werf die Schmelze weg. Geht's jetzt? Nein. Wir sind immer noch um circa 120 Kilo überladen. Also 12 Stacks Stein. Aber was ist eigentlich falsch mit euch beiden? Könnt ihr mal beide vielleicht, wolltet ihr beide vielleicht das Diätprogramm mitmachen? Ich habe nicht so viel, was ich wegwerfen kann. Alter, so ein T-Rex, ey. Wie viel der einfach aushält. Das ist doch nicht normal. Müsste anfangen, Steine wegzuwerfen und das ist es nicht wert. Nicht Steine, Dirt Pfeile. Wegwerfen, aber. Ja, Dirt, so ein 100er Stack Dirt wiegt 10 Kilo. Da, er ist down. Ja, okay. Peace. Miri, tschüss. Nicht in der Wüste. Out. Der hat aber vorhin Loot da gelassen, aber da komme ich jetzt nicht dran, so ohne weiteres. Ja, nice. Kommst du zu mir, Katze? Ich traue mich da nicht alleine runter. Das ist meine Schmelze. Ja. Die ganzen Sachen wieder aufheben. Ich muss halt finden, wo du bist gerade. Einfach da, stopp, du siehst mich. Hier. Ich sehe dich. Komm mal in die Luft. Ach, da oben, fliege. Ja. Und da unten, hier unten in der Schlucht ist das Zeug. Da. Da ist das Fleisch und Loot anscheinend auch. Ich wusste gar nicht, dass die irgendwas droppen an Loot. Was ja, die können ab und zu mal Sachen haben. Das war jetzt ein Normal Steel Helm, den kann ich dir gleich geben. Nee, ja. Ach, Steel. Oh, cool. Das droppt ein T-Rex? Ja, hat er den gefressen? Ja, normalerweise, also in Ark ist es so, dass du aus solchen Tieren, aus Raptoren und sowas und aus Kanus und aus gerade aus T-Rexen und sowas, meistens irgendwelche Waffen von Leuten findest, die ein bisschen im Early Game sind, nennen wir es mal so, oder Mid-Game. Das sind die Sachen, die der T-Rex gefressen hat, als er denjenigen gefressen hat, dem das einst gehörte. Genau, das ist also, es wird so simuliert, dass du nicht der Einzige bist, der dort war und dass der T-Rex schon mal was in der Richtung ja, gefressen hat. Ja, aber Steelhelm ist next Generation. T-Rex ist ja auch nicht Kanu. Also T-Rex ist, wenn es hier kein Giga gibt, dann ist der T-Rex das Höchste, was es hier gibt. Wenn es ein Giga gibt, dann herzlichen Glückwunsch. Bisher dann haben wir noch jemanden Neuen zum Finden. Aber das heißt, wir haben gerade einen T-Rex besiegt, zwar mit Bug, also was heißt mit Bug? Wir haben in der zweiten Folge schon fast einen T-Rex besiegt. Wir haben einen T-Rex besiegt. Ja, ne, den haben wir gekillt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Habt ihr dafür jetzt auch XP gekriegt? Sonderlich weit sind wir noch nicht gekommen, habe ich das Gefühl. Da wir das schon in der zweiten Folge gekriegt haben. Wow. Ich bin, war interessant. Welches Level bist du denn jetzt? Ich bin ein Level aufgestiegen, auf Level 43. Immer mein Riesendodo hat 3 Level gekriegt dafür. Dein Riesendodo. Ich glaube, den level ich jetzt auch noch ein bisschen stärker. Ein bisschen mehr auf Damage, ein bisschen mehr auf AP. Deswegen ist eine Kampfmaschine haben. Geh auch ein bisschen auf Ausdauer. Ja, ja, klar. Wenn du länger mit ihm kämpfen kannst. Ich bin gerade auf Level 48 aufgestiegen. Ich bin Level 42. Im Moment, wo ich gefragt habe, deswegen fand ich das interessant. Das Problem ist, ich muss aber erstmal Dinos finden, wenn ich dich ankomme. Die Skorpione waren ja so gefährlich. Ja, die Skorpione waren mit einem Argentavis, kannst du den machen, aber du solltest deinen Argentavis vorher geheilt haben, für den Fall, dass mehr kommt, weißt du? Also, ich habe ja nur den normalen Angriff, das heißt, ich fliege drauf, muss aufpassen, dass man oben rechts mein Level nicht zu stark steigt, richtig? Mein Poisonous Level oder mein Sleepness Level oder wie genau, das genau. Heißt. Dann das Level darf nicht zu stark steigen. Wie geht's? Alles gut. Oh, wir können auch noch eine Firearm-Workbench machen. Skorpion, der hier vorne rumsteht. Lolli, hast du schon eine Firearm-Workbench gemacht, gehabt? Im Haus, ja. Die hatte ich nämlich noch gar nicht gebaut. Dann könnten wir theoretisch noch Kugel-Upgrades machen. Das Wasser war nicht tief genug. Hä? Wie nicht tief genug? Was? Wie das Wasser war nicht tief. Ich wollte von meiner Mauer ins Wasser springen. Ach so. Oh nein, ich bin random irgendwo gespawnt. War nicht gut. Fies. Hier ist kein schöner Ort. Okay, ich habe jetzt einen besiegt. Miri, hi. Hallo. Ich habe jetzt nicht so mega viel. Remote Use von Fleisch heilt auch mein Vieh nicht wirklich. Doch. Heilt es. Aber dann nur über langsame Zeit, ne? Nicht so instant. Doch, das Leben geht sogar instant nach oben. Aber du darfst halt nicht erwarten, dass ein so ein Fleisch dir auf einmal 50.000 Leben zurückgibt. Nein, das hat, ja, das ist. Nicht! Ja, aber 50.000! So 10 HP oder 5 HP sollte es pro Stück heißen. Okay. Naja. Sonst könntest du ja einfach theoretisch im Kampf, einfach wenn du viele kleine Viecher zusätzlich pullst, die du durch einen größeren Angriffsradius mit abfarmen kannst, könntest du mit einem T-Rex hingehen und gegen Bossgegner kämpfen, indem du nur kleine Viecher daneben stellst, weil die ja auch Henchmen haben, zum Beispiel Broodmother oder so. Und könntest gleich einfach hochheilen, indem du die ganze Zeit dein Ding offen hast, dein Inventar offen hast und die ganze Zeit mit F gegenheilst. Wenn das 100 pro Ding macht, keine Probleme. Ja, das stimmt allerdings. Deswegen, es muss halt schon ein gewisser Nerf dabei sein. Gut, ich finde jetzt Ark nicht unbedingt nerffähig, weil, weißt du, das ist. Ich finde, in Pokémon zum Beispiel kann ein Angriff genervt werden oder sowas. Das ist was wo es dann aufs Kompetitive angeht. Aber das ist, als würde jemand hingehen und sagen, getting over it braucht dringend noch eine neue Engine, weil es ist noch nicht unfair genug von der Steuerung von vornherein. Argen? Ja. Böser Pteranodon Vogel. Katze nein. Wie Katze, nein. Katze, ja. Ich habe einen Flugfisch hier umgebracht. Das ist mir in mein Bild gelaufen. Ich wollte bauen und das ist mir reingelaufen. Das war nicht nett. Ach so. Hau, hau. Hau, hau. So, Riesendodo. Komm, wir töten noch was. Ich finde das gut, dass du den Namen angenommen hast. Ja, ist okay für mich. Gibt Schlechteres. Okay. War das shop.addonsandcircle.de? Das war shop.addonsandcircle.de, gell? Ja, ja. Da, wo es das Dodo-Merch gibt, von mir. Ja, und von Miri. Das von weiß ich nicht, ob es nee, warte, gibt es nicht bei dir. Ich glaube nicht, dass das da bei Katze gibt es auch bei Louis, nee, bei Esther. Oh, ein Elementar-Golem. Nein, fies. Auf Versehen. So, ich nenne das hier jetzt einen Graben. Beziehungsweise. Was hast du denn für einen Graben gemalt? Du hast keinen gemacht. Du hast keinen Graben gezogen, du hast einfach nur eine flache Fläche gemacht. Ich hab einen Graben gezogen. Wo ist denn also das Wasser? Das ist ein richtiger Bruchgraben. Eine flache Fläche ist. Davor, Blauli, wenn das davor hier alles höher gelegen war, dann ist das keine flache Fläche mehr, sondern dann habe ich hier komplett Terraforming betrieben. Ja, aber es ist trotzdem kein Graben, ne? Am Anfang war es ein Graben, solange bis ich den anderen Teil des Bands. Nein. Siehst du, Miri, jetzt ist auch er schon gegen die Dodo-Politik, die du vertrittst hier. Ja, man muss sowas. Ja nicht mit Dodos übertreiben. Willst du jetzt wirklich testen, ob 50 Dodos einem... Ja, 50 Dodos ergeben einen T-Rex und einen Argentavis.
Das ist der Plan. Cool. Glaube nicht, dass das funktioniert. Doch. Aber mach du mal. Das hört sich logisch an, finde ich. Und Terrorbird. Hey, das ist ja da. Schön. Wir hatten ja gerade erst einen T-Rex. Ist ja nett, dass noch einer kommt. Nein, nein. Doch, und er läuft zielstrebig in unsere Base. Ja, ist in unserer Base. Warum? Er ist drin. Er ist einfach reingelatscht. Aber warum? Weil es ein fucking T-Rex ist. Das ist in unserem Haupthaus. Och, Mann. Welches Level? Boah, sieht der 13. gruselig aus, wenn er von unten ja, beleuchtet wird. Level 13, ja. Come on, tu den in die Tamebox. Komm mit, Idiot. Ich hab's ja aufgemacht. Tu ihn in die Tamebox. Komm, T-Rex, komm. Machst du bitte die andere Seite noch zu, Miri, vorher? Hab ich das nicht? Hä? Aber er kommt ja nicht. Nee, er steckt sich lieber hier irgendwo in die Wand. Was machst du? Greifst du ihn an? Ja. Aber wir wollten ihn in die Tamebox. Ja, aber dafür muss er Agro auf irgendwen ziehen. Und das tut er ja nicht. Er ist ja dumm. Er lässt sich lieber verprügeln. Er steckt den Kopf in die Erde. Katze, du kannst mithelfen. Ja, bei was? Töten wir ihn halt. Den Level 13er. Scheißegal, was das für ein Level ist. Hauptsache, er ist weg. Ne, hast du keinen Flugfischi? Ja, doch hast du. Ha. Gut, dass er dich haut. Was ist denn los mit ihm? Warum läuft er denn in die Wand? Ist er dumm? Er versucht, durch die Wand durchzukommen. Aber warum? Weil er dumm ist. Das Gute ist, wenn er in Wände feststeckt, kannst du ihn treffen und hauen und er macht nichts. Er blutet. Ja. Dauert trotzdem noch eine halbe Ewigkeit, selbst wenn er jetzt schon blutet. Einfach behaken. Ich hoffe, du machst deinen Linksklick-Angriff. Ich habe ja nichts anderes. Ja, nicht, dass du Rechtsklick spammst. Was ist Rechtsklick? Das wäre aufheben. Eben, ich muss mich hinsetzen. Keine Ausdauer mehr. Warum fliege ich nicht weg? Ah. Bleib Hauptsache in unserer Nähe, Miri, damit du XP kriegst. Wenn ihn besiegt, jetzt könnte man sogar in die Tamebox reinschmeißen. Ja, yeah, wenn er da reinrennt, ist okay. Ja, habt ihr die jetzt auf oder zu? Die ist offen, die eine Seite. Okay. Ah, Miri hilft auch mit dem Dino mit. Ja, ist okay, dann machen wir es zusammen. Aber er gibt. Aber ist der gerade durch dieses kleine Loch gelaufen? Das ist so unrealistisch! Einfach hinterher und behaken. Wir müssen nur aufpassen, wenn er sich umdreht und zubeißt. Und jetzt zum Beispiel. Ah, fies! Fies! Die ganze Zeit zieht er keine Aggro, aber auf mich. Nee, mich hat er jetzt auch zweimal getroffen. Ja, mich hat er auch gebissen noch. Oh wow, ich glaube, er hat immer noch Aggro auf mich. Ja, hat er. Oh Gott. Bisschen kiten ist auch okay. Ich bin fast down mit dem. Ja, dann musst du. Jetzt müsste jemand die Tamebox aufmachen. Ja, ich kann das nicht vom Dinos. Ich auch nicht. Mach die Tierwerks hin und hin zu! Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr weiter. Jetzt ist er, ja gut, wir haben ihm das Tor in die Base geöffnet. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist er wieder da. Herzlich willkommen zurück. Er ist down. Du hast ihn down gemacht, so schnell vor allem. Ach, Alter, gut. Auch okay. Ich mach da mal wieder die Tür zu. Jetzt will ich mal gucken, was im Loot drin ist. Ein Primitive Compound Bow. Oh, ein Compound Bow. Nice. Würde ich mal sagen, ist ganz schön. Kannst du nicht für Dinge benutzen. Für Betäubungspfeile. Geht, glaub, nur mit den Metallpfeilen für den Bow. Ach so. Halt, ist halt so ein Combat Bow im Endeffekt, ne? Ja, klar. Ja, nice. War trotzdem cool. Hat uns ein Level gebracht, oder? Hat es euch kein Level gebracht? Ja, ich saß halt im Moment auf dem Dino. Gibt's doch trotzdem Level. Ja, für den Dino. Nein, ja. Ich saß ja auch auf dem Dino. Dann macht's für mich fast keinen Unterschied mehr. Wenn so, dann macht mir ein T-Rex nicht genug Unterschied. Super. Für mich, weil. Ja, ich bin immer noch Level 48. Ja. Und ich hab. Mein Balken ist vielleicht zu einem 32. voll.
Ja, dann würde ich sagen, hat es wirklich bei dir nicht gezählt. Zählt nur der letzte Schlag, wäre aber doof. Aber ich glaube, wir müssen jetzt was machen. Ja. Katze ist, glaube ich, dran. Ich glaube auch, Leute. Und zwar danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war auf jeden Fall eine nette Folge. Wir haben herausgefunden, dass ein T-Rex durch dieses Loch hier passen soll. Das ist natürlich interessant. Weißt du, ich passe nicht mal, Gottverdammt, noch eins in den Kinositz rein. Und das Ding hier passt anscheinend, naja. Egal, liebe Menschen, Tiere und Doktoren, schaut gerne bei den anderen vorbei. Schaut gerne in den Merch-Shops vorbei. Da gibt es jetzt Pixel Arc Merchandise von Miri und von Katze. Ist unten alles bei uns in den Beschreibungen verlinkt. Ich werde auch unten bei mir nochmal Miris Merch verlinken. Das ist nämlich ein super tolles Motiv, Leute. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch hast das Motiv von mir nicht... Ihr habt die Skizze damals gesehen. Doch, hast du, ich weiß. Damals gesehen, ja. Ja. So, und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, macht es gut und bis dann erstmal ciao. Oh, bleibt schon tschüss.